Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen und so geilen Video. Ja, heute kommt seit langem mal wieder ein Vlog. Seit langem kommt mal wieder ein Video. Heute gehe ich mal ins Basketball. Ich war schon öfters in Ulm eben beim Basketball in Ratio Farm Ulm und da gehe ich eben heute auch mal hin. Und ja, da werde ich heute mal wieder filmen. Ich hoffe, dass es euch gefällt und dass ich jetzt mal wieder ein Video raushaue. Und das Video ist jetzt das erste mit meiner neuen Kamera. Ich habe eine neue Kamera bekommen. Und wenn ihr wollt, dass ich dazu ein separates Video mache zu der Kamera, dann schreibt es in die Kommentare, dann mache ich das. Und ja, da freue ich mich schon drauf. Und ich hoffe, es gefällt euch, dass die Aufnahmen auch gut werden mit der Kamera. Und ja, dann fahren wir jetzt los Richtung Ulm. Also, viel Spaß beim Video, los geht's. So, jetzt sind wir auf dem Weg zur Arena und ja, dann zeige ich euch gleich weitere Ausschnitte und dann schauen wir mal, ob ich euch bin. Hoffen wir es mal. Thank you.
Der Ball zum Spiel wird präsentiert von Möbelmaler, die Weltstadt des Wurfs. Yeah.
schon mal gespannt, was du zu sagen hast, der Herr Akina. Also, jetzt sind wir wieder zu Hause angekommen und ja, ich glaube, das waren ganz gute Spiele jetzt in der zweiten Hälfte, vor allem da haben sie ja dann wirklich, sind sie vorbeizogen an den anderen, bei denen hat es nicht mehr so gut geklappt, bei denen von Jena ganz einfach und ja, 87 zu 72, so haben sie gewonnen und zweite Hälfte war super, erste ja, war nicht so, haben sie ganz schön kassiert und selber nicht so viel getroffen, aber in der zweiten Hälfte haben sie dann eigentlich komplett umgedreht alles. Sie haben viele Korbe getroffen und die anderen eher weniger und somit haben sie verdient gewonnen und muss sagen, war ein super Spiel, vor allem die zweite Hälfte war sehr gut gespielt von denen und ja, ich hoffe euch hat das Video auch gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mit dem Daumen nach oben. Wäre super, wenn ihr das macht. Und ja, hier könnt ihr mich nur abonnieren. Auf dieser Seite könnt ihr nur alte Videos anschauen. Und ja, wenn ihr wollt, nur dass ich ein separates Video eben zu meiner neuen Kamera mache, dann schreibt es in die Kommentare. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal.